Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 339 Box von DLG. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 339 von DLG, das Ganze am vergangenen Freitag, den 1. Juni, erschienen. So sieht das Ganze aus. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Wir haben hier noch auf der Folie einen FSK 16 Sticker, der uns darauf hinweist, dass wir hier auch DVD bzw. Filmmaterial vorfinden werden. So, dann machen wir mal die Folie ab. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier ein schwarz-weißes Cover. Und zwar haben wir hier einen jungen Mann, in dem Fall den Interpreten DLG, vor einem Gebäude stehend, auf einer Motorhaube lehnend. DLG 339, Chapter 1 lesen wir hier noch. DLG 339, rechts nur DLG, sieht aus wie so Asphalt oder ja, Steinplattenoptik. DLG 339 und hier nochmals 339 mit dem Gebäude, das sich hier über die Seite zieht. Auf der Rückseite haben wir die Inhaltsangabe, was sich alles in der Box befindet. 339 Album, Instrumentals, Jukebox, EP, DVD, T-Shirt und Kartenspiel. Und dann haben wir zum Abschluss noch die Credits und einen Barcode. Gut, wir werden das Ganze mal öffnen. Es ist eine reguläre Clubbox, bedeutet das Ganze geht hier auf der Seite auf. Dann haben wir hier einmal das Album an sich. Dann haben wir die DVD, der wir den FSK 16 auf der Box zu verdanken hatten, den Vermerk. Dann haben wir die Instrumentals, die Bonus-EP, ein Kartenspiel, ein Shirt und ein Poster, beziehungsweise ein kleines Büchlein, ein Fotoheft von Ihnen, die Box glatt weiß. Hier nochmals 339 zum Vorschein gekommen. Allerdings, genau, das dachte ich mir doch, hier gar keine Info darüber, über dieses Fotobuch oder über dieses kleine Heftlein. Interessant. Gut, wir werden die ganzen Sachen, die mal eingeschweißt sind, aus der Folie holen. So, einmal das, die Papillen, die Digisleeves, erfreulicherweise nicht eingeschweißt. Das Album ist es. Also das Album auch noch eingeschweißt. Gar nicht so einfach. Aber ich habe mich da jetzt auch ehrlich gesagt nicht allzu geschickt angestellt, so, aber jetzt. Und dann natürlich noch das Kartenspiel. Die Karten hier ebenfalls noch eingeschweißt. So, aber jetzt. Gut, nachdem wir jetzt alles eingepackt haben, starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, DLG, das Cover, wie auch schon auf der Box zu sehen. Wir haben hier ein Standard-Toolcase mit gelbem Balken an der Seite. Auf der Seite lesen wir ebenfalls DLG 339 in weißer Schrift, oben noch Chapter 1. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir 15 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Kado und Freeze, Kenika und Separate. Ich muss sagen, Nummer 12, Münchhausen-Syndrom, das Feature Kenika sagt mir nichts. Kado und Freeze ja ebenfalls Newcomer, die vor wenigen Tagen, vor wenigen Wochen ihr Album released haben. Fluch und Segen und Separate natürlich auch ein alter Hase im Deutschrap. So, dann kommen wir mal zum Booklet. Und zwar haben wir hier die einzelnen Tracks aufgelistet.
also durchnummeriert. Und dann hier auch noch die gesamten Texte abgedruckt. Das gefällt mir richtig gut. Schön gemacht. Und durch das Booklet zieht sich hier diese Schwarz-Weiß-Optik. Sieht etwas trist aus hier, diese Aufnahmen. Gebäude, Plattenbauten und natürlich immer wieder DLG mit dabei. Jede Menge Text. Schön gemacht. Genau, das hier, die Heimat von DLG, Dortmund, Ewing. So sieht es aus. Dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits zum Album. Und dann hier nochmals DLG abgebildet. Das könnte man eventuell als Fanny-Cover verwenden. Ich werde es jetzt bei diesem hier belassen. Gut, die CD in Gelb und Schwarz, passend zu Dortmund. So sieht das aus, DLG 339. Rückseite blankgelb. Dann haben wir die Instrumentals zum Album, ebenfalls in Gelb und Schwarz eingefärbt. Ansonsten das Cover ident, bis eben auf diese Gelbfärbung. Und hier oben lesen wir noch DLG 339 Instrumentals. Und zwar haben wir die 15 Tracks des Albums als Instrumentals aufgelistet. So sieht das aus, wie auch die Standard-CD, nur mit dem Zusatz Instrumentals eben. Und das Ganze kommt in einem Digisleeve. Dann haben wir eine Bonus-EP, und zwar haben wir auf dieser 5 Tracks, allesamt, wie man hier sehen kann, produziert von Figub Braslevich, der ja auch schon das Golden Era Mixtape von Kollege alleine produziert hat. Also 5 Tracks, wie es hier aussieht, keinerlei Features, also 5 Solo-Tracks von DLG. Jukebox-EP nennt sich das Ganze. Ja, hier auch nochmals eine Comiczeichnung von DLG. 5 Tracks an der Zahl. Und diese kommen ebenfalls in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Und ebenfalls in einer Papphülle kommt dann noch das hier, die DVD, ab 16 Jahren. Und zwar ist das mehr oder weniger so ein Making-of oder eine Dokumentation. In schwarz und weiß gehalten, die DVD. So sieht das aus. Gut, dann haben wir dieses Fotoäftchen, das eben nicht als Boxinhalt aufgelistet war, spannenderweise. Wir schauen mal hinein. DLG. Haben wir das Albumcover. Eine Abbildung des Interpreten. Also, wann immer man den Mann sieht, dann irgendwie in Jacke. Jawohl. Schwarz-Weiß wieder. Oh. Hier zur Abwechslung, absolute Premiere für mich, einmal mit Hemd und einmal oben ohne. Märchenbrunnen. Das ist ja auch ein Track meines Wissens. Jawohl, hier. Ich hoffe, man kann das sehen. Ja. Also, Track Nummer 5, Märchenbrunnen. Scheint es tatsächlich zu geben. Dürfte wohl eine Bar sein, ein Lokal. Dann haben wir hier weitere Aufnahmen. Kindheitsfotos von DLG. Gebäude. Hier ausnahmsweise mal in Farbe. Also das Albumcover dürfte hier entstanden sein. Spielkarten, zu denen kommen wir dann gleich noch. Dann hier DLG mit Basketball. Weitere Aufnahmen, eventuell das hier, sein Elternhaus. Und dann noch 339 zum Abschluss. Gut, dann haben wir das Kartenspiel. Und zwar kommt dieses in so einem kleinen Plastikcase, in so einer Plastikhülle. Und zwar haben wir hier einmal so eine Deckkarte, DLG. Und auf der Rückseite haben wir dieses Logo hier. Meines Wissens das Logo von Dead Poets Society. Also, dieses Cover hier überall drauf. Diese Rückseite halt ident, klar. Und dann haben wir hier die diversen Karten, beginnend bei 7, 8, 9, 10. Der Bube. Okay, also die sind nicht abgewandelt, sondern sind wirklich nur in den Farben. Herz, Karo, Kreuz und Pik
entsprechend rot und schwarz, aber die Buben allesamt gleich. Die Damen, hoi, die sieht wild aus. Also etwas verbraucht und wie eine schmelzende Wachsfigur. Das dürfte dann wohl der König sein. Hier mit diversen Orden. Und das dann das Ass. Schönes Kartenset. Gab es ja schon in diversen deutschen Boxen, dass man so ein Kartenset dazugepackt hat. Aber findet auf jeden Fall Verwendung bei mir. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch ein Shirt. Und zwar sieht dieses so aus. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann nicht genau entziffern, was hier steht. Also hier so eine weiße, ganz heftig verschlungene Schrift auf dem Brustbereich. Oder im Brustbereich. Auf der Rückseite haben wir noch einen Neckprint DLG. Und dann haben wir hier unten rechts auf der Rückseite noch Chapter 1. Allerdings, mir kommt das bekannt vor, und zwar glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass wir seine Abbildung... Jawohl. Also, ich würde mal sagen, auch wenn es hier etwas abgeschnitten ist, aber das Brusttattoo, das DLG hier hat, das wurde hier nochmal auf diesem Shirt abgedruckt. Sieht auf jeden Fall verdammt danach aus. Ja, sieht echt sehr, sehr ähnlich. Was auch immer hier steht, ich muss ehrlich sagen, ich kann es nicht entziffern. Falls es jemand weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem weißen Aufdruck auf der Brust, mit diesem kryptischen Aufdruck. Wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht entziffern, was hier genau steht. Falls ihr es wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Aber rein von der Optik her gefällt mir das gut, kann man durchaus tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dieses kleine Fotoheftchen, die DVD, die Bonus-EP, die Jukebox-EP, die Instrumentals, alle diese drei Inhalte in einer Papphülle, das Kartenset in dieser Plastikverpackung und natürlich das Album an sich 339. Das alles in dieser wunderbaren Box 339 von DLG. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr DLG unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.